Gleich zwei Minister besuchten das landesgeförderte Kurt-Schwabe-Institut in Mainzberg. Wissenschaftsminister Sebastian Gemko und Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt verschafften sich hier einen aktuellen Eindruck von der Forschungsleistung des KSI. Wie aus der Meldung hervorgeht, forscht das Institut schwerpunktmäßig daran, Sensoren im Bereich der Umwelttechnik auch biologisch abbaubar neu zu entwickeln und zu verbessern. Über moderne Techniken und den 3D-Druck wurden in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen für die Entwicklung miniaturisierter Sensoren geschaffen. Ziel sind verlässliche Sensoren, die die Probenanalyse direkt am Einsatzort durchführen. Aufwendige und teure Laboruntersuchungen zur Umweltanalytik könnten so längerfristig eingespart werden. Ein weiterer Forschungsfokus am KSI liegt im Wassermonitoring. Hochempfindliche Sensoren sind schon heute in der Lage, etwa metallische Schadstoffe oder Wertstoffe in Bergbauabwässern sowie Nitrat- und Arzneimittelrückstände in Oberflächenwässern zu registrieren, erfahren die Minister. Das Kurt Schwabe-Institut Mainzberg ist eine Landeseinrichtung des Freistaates Sachsen. Hier sind insgesamt 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.